Ja, hallo. Heute ist Tag 11. Heute war unser letzter Tag in Kanazawa. Morgen reisen wir wieder weiter. Wir waren heute Morgen, sind wir ein bisschen später losgegangen als normalerweise, sind zur Kanazawa-Burg gelaufen. Das ist ja, das ist schon fast keine Burg mehr. Also wir waren eher in dem Lagerhaus, wenn ich mich richtig erinnere, war das drinne. Es war alles neu gemacht und alles aus Holz, also richtig klasse. Und dann gab es auch einen Film, wo sie gezeigt haben, wie sie das zusammengesteckt haben, also dass die fast kaum Schrauben benutzt haben, sondern alles irgendwie ineinander und mit Holz. Und boah, krass. Also es war sehr eindrucksvoll, muss ich wirklich sagen. Wir sind danach in den Kenrokuen-Garten gegangen. Das ist auch ein sehr, sehr großer Garten, auch wieder wunderschön angelegt. Überall sind dann auch die Gärtner rumgelaufen, haben aus dem Moos allen möglichen kleinen Kram rausgezippelt. Also unheimlich viel Pflege, so ein Ding. War auch wieder ein großer See und im Teehaus wollten wir dann eigentlich auch Tee trinken. Aber ich habe die Japanerin nicht ganz verstanden, wieso wir nicht durften. Vielleicht geschlossene Gesellschaft oder so. Wir durften uns nur mal kurz angucken. Also auch nicht so sonderlich viel. Es war auch wieder sehr, sehr warm, also der Schatten war echt angenehm und überall Wasser, also Wasserfall und so eine kleine Fontäne gab es dann da auch. Und wir haben dann am Schluss am See nochmal so ein kleines Teehaus gefunden, wo wir uns dann auch trotzdem reinsetzen konnten, diesen richtigen Matcha-Grüntee mit so einer Süßigkeit trinken konnten, also sehr angenehm. Dann haben wir direkt einen Blick auf den großen See gehabt. Sehr schön, muss ich wirklich sagen, total toll. Danach sind wir in das Kaufhaus für Handwerksprodukte gegangen. Da war jetzt, ja, da waren halt verschiedene Schüsseln und Stäbchen und Süßigkeiten und so konntest du da kaufen. Hab mir auch jetzt hier Stäbchen geholt mit einem zum Einpacken auch, also zum sicheren Transportieren mit so Häschen drauf. Recht süß. Ich muss mal gucken. Ich habe die hier auch in meiner Handtasche. Ja, muss ich jetzt nicht rausholen. Muss ich jetzt nicht rausholen. Dann hatten wir Mittagspause, sind in so ein kleines Familienrestaurant, glaube ich, rein, haben dann da Nudelsuppe gegessen, sind dann ins Blattgoldmuseum gegangen, haben dann da einen kleinen Film geguckt, wie in Japan das Blattgold hergestellt wird. Und sind dann auch ein bisschen durchgelaufen und da waren dann verschiedene Ausstellungsstücke wie so Teeschalen, die innen drin mit Blattgold verlegt sind. Ja, sehr, sehr schön. Und überall konnte man auch so verschiedene Sachen kaufen, also Eis mit Blattgold oder Kosmetika mit Blattgold oder so Blattgoldpuder zum überall aufs Essen draufstreuen. Wahnsinn, also krass. Und dann sind wir weiter ins ehemalige Vergnügungsviertel von Kanazawa. Waren dann da in Haus Shima. Das war ein ehemaliges Geisha-Haus. Da durfte ich leider nicht filmen, sondern nur mit dem Handy fotografieren. Habe aber trotzdem sehr, sehr schöne Bilder gemacht. Sehr toll. Sah alles Wahnsinn aus. Also, ja. Sehr schön. Und da haben wir dann auch draußen, ich weiß nicht, das war, ob das ein Model war und oder ein Pärchen oder zwei, die gerade geheiratet hat. Da war die Frau in so einem wunderschönen roten Kimono gehüllt und auch der Ehemann war in so einem männlichen Kimono, also sehr, sehr eindrucksvoll. Dann war die Tour eigentlich heute relativ früh zu Ende. Wir sind dann halt zurückgelaufen, sind noch in diverse Geschäfte rein und haben uns dann zum Essen wieder getroffen und waren dann hier waren hier Pizza essen, weil wir einfach mal probieren wollten, wie die Japaner so die Pizzas machen. War sehr gut. Boden war etwas lapprig, aber kann man durchaus mitleben, definitiv. Also überhaupt kein Problem. Und ja. Das war's eigentlich schon. Morgen reisen wir nach Takayama in so eine kleine Familienherberge. Bin ich mal gespannt. Ist halt jetzt keine Großstadt mehr, ist halt wahrscheinlich eher sowas wie Koya San. Ja,
Und das war's dann auch für heute schon wieder. Ich merke langsam, ich halte meine Sachen ziemlich kurz, nachdem ich das 25-Minuten-Video gehabt hatte, kürze ich das alles von Mal zu Mal irgendwie ein bisschen mehr. Aber ist halt auch besser so. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.